Ja, herzlichen Dank, Enzo Favuino. Unser zweites Beispiel kommt aus dem Schwäbischen und zwar aus Holzgerlingen. Das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Stuttgart im Landkreis Böblingen und heißt Das Tütle. Das Tütle ist die umweltfreundliche Alternative zur Plastiktüte und wird vorgestellt von Heinz Renz. Heinz Renz war bis 2008 Förderschullehrer für lernbehinderte Kinder in Böblingen und sitzt seit über 34 Jahren im Gemeinderat von Holzgerlingen in der Fraktion Bürger für Natur- und Umweltschutz. Außerdem ist er seit 2010 Regionalrat im Verband Region Stuttgart in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und hat das Tütle mit auf den Weg gebracht und mit erfunden. Und deswegen bitte ich ihn jetzt, das Tütle vorzustellen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Heinz Renz, ich komme aus Holzgerlingen. Diese Gemeinde hat eine Bürgerinitiative zustande gebracht, eine überparteiliche Bürgerinitiative, die sich einen Namen gegeben hat, Mehrweg ohne Plastik. Plastiktüten, ein Symbol der Wegwerfgesellschaft, wir haben das schon vorher gehört und gesehen, ein Symbol des oberflächlichen Umgangs mit unseren Ressourcen, der Ignoranz gegenüber den verheerenden Folgen unseres menschlichen Handelns. Sie verkörpern auch unsere Verkrustungen beim Einkaufen und Verkaufen. Möchten Sie eine Plastiktüte? Egal, ob gebraucht oder nicht, wer würde dieser entgegenkommend gestellten Frage der liebenswürdigen Verkäuferin ein schroffes Nein entgegensetzen? Im Sommer 2014 war für uns in Holzgerlingen noch keine politische Institution erkennbar, die sich diesen Einkaufsgewohnheiten entgegenstemmen wollte. Es gab aber in der Presse Meldungen über vereinzelte Initiativen in diversen Kommunen. Und es gab die Deutsche Umwelthilfe, welche auf die Problematik der Plastiktütenflut hinwies. Deshalb habe ich für meine Fraktion, die Bürger für Natur- und Umweltschutz, anlässlich der Haushaltsberatung im November 2014 einen Antrag gestellt, der die Reduktion des Plastiktütenverbrauchs in unserer Kleinstadt zum Ziel hatte. Keine weiteren Freiwilligkeitsleistungen der Stadt, beschwor unser Bürgermeister, obwohl die Zielrichtung des Antrags bei allen Fraktionen auf ein positives Echo stieß, und auch er selbst sich in der Sache auf unsere Seite stellte. Also schmiedeten wir daraus eine parteiübergreifende Bürgerinitiative, die sich am 15. Dezember 2014 zum ersten Mal traf und sich den Namen Mehrweg ohne Plastik gab, deren Sprecher ich als Initiator werden durfte. 6 Stadträtinnen und Stadträte trafen sich von nun an etwa einmal monatlich, zusammen mit etwa gleich viel Bürgerinnen und Bürgern. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Der Handels- und Gewerbeverein Holzgerlingen wurde ins Boot geholt. 3 unserer Stadträte in der Bürgerinitiative sind dort Mitglieder. Wir lernten die Firma Apomor aus Dittenhausen, Kreis Tübingen, kennen und damit das nachhaltige Tütle, darf ich sagen, das nachhaltigste Tütle, eine echte Alternative zur Plastiktüte. Reißfest, nassfest, mehrwegfähig. Weil das Tütle kompostierbar ist, wurde das Abfallwirtschaftsamt im Landratsamt Böblingen kontaktiert und als Bündnispartner gewonnen. Damit ist es möglich, dass wertvolle, kompostierbare Stoffe dort landen, wo sie hingehören. Im Komposteimer oder auf dem Komposthaufen, statt im Hausmüll und damit bei uns in der Verbrennungsanlage. Denn bisher landen viel zu viele Störstoffe
im Kompostwerk, wie Sie hier sehen. Kindergärten und Schulen wurden über unsere Ziele informiert und zu Aktionen animiert. Wettbewerbe auf einer Stofftasche, von der morgen noch die Rede sein wird, wurden für die 7. Klassen ins Auge gefasst und auch extra für den Leistungskurs am Gymnasium. Alles natürlich vorbehaltlich der Zustimmung der verschiedenen Schulgremien. Das Stadtfest am 5. Juli dieses Jahres wurde genutzt über Mülltrennung. Zusammen mit Mitarbeiterinnen des Landratsamts für die Befragung zu Kundenwünschen beim Einpacken von Lebensmitteln, für eine Ideensammlung der Bürgerinnen und Bürger zum Verpacken und für eine Malaktion mit Kindergartenkindern, die Sie hier sehen. Und wie Sie sehen, für eine farbenfrohe, optische Darstellung des Plastikwahns. Was war eigentlich der Erfolgsgarant für das Holzgerlinger Modell Mehrweg ohne Plastik? Nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Parteien und Wählergruppen aus dem Gemeinderat. Es waren auch die Verantwortlichen aus dem örtlichen Einzelhandel, aus dem Abfallwirtschaftsamt des Landkreises, die Rektoren und Rektorinnen der Schulen, die Lehrerkonferenz im einen, des Fördervereins im anderen Fall, die Leiterinnen der Kindergärten, die engagierten Bürgerinnen und Bürger der Initiative, sie alle haben das Karussell zum Laufen gebracht. Und im Hintergrund eine Stadtverwaltung, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns wichtige Ressourcen für die Organisation und Durchführung von Treffen, von Aktionen und von Kommunikation bereitgestellt hat. Dann war es am 24. September dieses Jahres soweit, das Ergebnis einer Sammelbestellung der Holzgerlinger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler. 57.000 Tütle wurden am 24. September 2015 per LKW nach Holzgerlingen transportiert und öffentlich an die 31 Einzelhändlerinnen und Einzelhändler übergeben. Lokalpresse und überregionale Presse, das Amtsblatt der Stadt und das Marktblatt, Organ des Handels- und Gewerbevereins, brachten Bilder und Berichte. Klar ist, jedes Tütle kann mehrere Plastiktüten ersetzen. Mit einem durch Breite und Tiefe der Maßnahmen geschärften Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger werden in Holzgerlingen mehrere hunderttausend Plastiktüten arbeitslos. Wie gesagt, das Wundertütle dient als Einkaufstüte wie auch als Biomülltüte. Das Fernsehen wurde aufmerksam und am 1. Oktober kam kurz vor 20 Uhr der erste Fernsehbeitrag in der Landesschau von Südwestrundfunk. Am 5. November der zweite Beitrag, kurz vor 21 Uhr, in Baden-Württemberg aktuell. Diese Fernsehbeiträge führten unmittelbar zu Anrufen aus Nord- und Südschwarzwald, dem Bodenseegebiet und der Schwäbischen Alb, von Einzelpersonen, die unbedingt wissen wollten, wie habt ihr das gemacht? Trägt das jemand vor unserem Einzelhandelsverband vor? Nun stellen Sie sich mal vor. Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in anderen 10 Kommunen, vielleicht in anderen 100 Kommunen, sagen sich, das können wir doch selber, das können wir bei uns. Inzwischen waren wir in den Umweltwettbewerb der Stadtwerke Tübingen eingestiegen. Obwohl im Publikumswettbewerb mit Verspätung konnten wir uns mit rund 1.800 Klicks auf den 4. Platz vorarbeiten. Beim Expertenwettbewerb der Jury erwarten wir ein besseres Ergebnis. Zumindest wenn die Expertinnen und Experten sich die Frage stellen,
Welches Projekt kann am meisten nachhaltiges Verhalten bei den Menschen auslösen? Welches Projekt kann dann dadurch am meisten Einsparung des Klimakillers CO2 bewirken? Die Bildungskooperation mit den vier Holzgerlinger Schulen, von der Förderschule über die Grund- und Hauptschule mit Werk Realschule, die Realschule selber bis zum Gymnasium, ist ein Versprechen auf Zukunft. Wir von der Bürgerinitiative bieten an, Schülerinnen und Schüler über die Folgen unterschiedlichen Einkaufens für unsere Umwelt aufzuklären und sie für nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren. Der letzte Schritt, der mit der Ausgabe des Amtsblattes der Stadt am 20. November vor wenigen Tagen erfolgt ist, zielt auf das enttäuschende Verhalten der drei großen Märkte in Holzgerlingen ab. Außer DM und CAP, das ist ein Lebensmittelmarkt, der Behinderte in die Arbeit integriert, diese beiden DM und CAP haben unsere Bürgerinitiative MOB gleich von Anfang an positiv gegenübergestanden, haben Zusammenarbeit angeboten, haben der Textildiscounter AWG, alle werden glücklich, und die Lebensmittelmärkte Rewe, Penny und Lidl uns einfach ignoriert. Wir wissen inzwischen, mit 20 Cent verdienen die Märkte nicht schlecht an den großen Plastiktüten. Deshalb sammeln wir jetzt in 8 Sammelstellen im Stadtgebiet die Wunschzettel der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir wollen in die Nähe von 1000 Wunschzetteln kommen, um die Verantwortlichen der Märkte mit den Herzenswünschen ihrer Kundinnen und Kunden zu konfrontieren. Keine Plastiktüten mehr an der Kasse. Natürlich reicht dies alles nicht für ein konsequentes, nachhaltiges Einkaufen, das Müll schon im Ansatz vermeidet. Die nächste Aufgabe kommt auf uns zu. Die Plastiktüten bei Obst und Gemüse sehen wir ebenfalls als überflüssig an. Die vielen in Plastik eingespeisten Produkte bei Käse, Wurst und vielen anderen Waren sind uns ebenfalls ein Dorn im Auge. Aber bitte sehr, eins nach dem anderen. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, wie man hört. Es gibt also noch viel zu tun. Packen wir es an.